Wir kommen zurück nach Deutschland, denn Nele, wir müssen es ja so formulieren, es sind denkwürdige Tage und Wochen. Noch nie hat eine Bundesregierung ja vor einem so finanziellen Desaster gestanden. Milliarden verpuffen einfach, nachdem das Bundesverfassungsgericht die Verfassungswidrigkeit festgestellt hatte und die Ampel damit der Trickserei überführte. Und die Dimensionen, die sind eigentlich auch gar nicht abzusehen. Deswegen gibt es viele Gespräche. Finanzminister Christian Lindner, der musste gestern Abend sehr spät dann auch noch zum Rapport ins Kanzleramt. Bisher ist über den Ausgang dieses Krisengipfels nichts bekannt. Vor allem Olaf Scholz als Chef der Ampel. Er schweigt bisher. Matthias Heinrich. Kurz vor 21:30 Bundesfinanzminister Lindner verbringt die Nacht im Kanzleramt. Gesucht werden Milliarden. Die Opposition warnt, Sorgfalt gehe nun vor Schnelligkeit. Wir stehen kurz vor einer Staatskrise. Es sind Milliarden, die jetzt neu aufgesetzt werden müssen. In unseren Augen kann der Haushalt jetzt am Donnerstag nicht abgeschlossen werden. Ich erwarte da auch ein klares Votum vom Bundesfinanzminister. Denn das Milliardenloch wird immer riesiger. Sparsam sollten Verbraucher und Industriehaushalten, denn staatliche Energiesubventionen drohen wegzufallen, weil auch sie verfassungswidrig sein könnten. Konkret, Karlsruhe hat nur die 60 Milliarden für die Wirtschaftstransformation bewertet. Doch die 200 Milliarden, der sogenannte Doppelwumms für die Wirtschaftsstabilisierung, sind ähnlich gelagert. Es fehlen womöglich 260 Milliarden. Und wie geht es weiter? Der Wirtschaftsminister wird schmallippig. Und wie wir es genau aufstellen, das wird mit Hochdruck hinter den Kulissen vorbereitet und diskutiert und ist nichts für eine Pressekonferenz am Rande eines Digitalgipfels. Auch der Bundeskanzler spielt demonstrativ gelassen auf Zeit. Die Dinge werden jetzt sehr sorgfältig diskutiert. Alles andere wäre eine Missachtung der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und deshalb geht hier Sorgfalt vor alles andere. Und das heißt auch, dass nicht jeder gleich das, was ihm gerade auf dem Herzen liegt, rausplappern muss, sondern dass das sehr geordnet miteinander beredet und entschieden wird. Alles beherrschbar, alles geordnet. Ampelbeobachter haben da ihre Zweifel. Ich habe immer gesagt, nein, Kinder, beruhigt euch. In Deutschland hält jede Regierung. Unser Grundgesetz ist auf Stabilität angelangt. Und seit letzten Mittwoch bin ich mir nicht mehr ganz sicher, weil das ist jetzt so heftig. Also ich bin immer noch nicht darauf Geld setzen, dass es bricht, aber es ist schon etwas wahrscheinlicher geworden. Christian Lindner, an ihm hängt jetzt alles. Die Ampel diskutiert auch das Aussetzen der Schuldenbremse. Der Bundesfinanzminister ist strikt dagegen. Er fordert Haushaltsdisziplin, verordnet Sparen. Doch bei einem möglichen 260 Milliarden Minus wird das kaum reichen. Da müssen wohl alle über ihren Schatten springen, soll es nicht zu einem Crash kommen. Sprechen möchten wir darüber an diesem Morgen mit Leonie von Rano für uns im Bundestag. Leonie, also mittlerweile ist einigermaßen klar, wie groß der Ärger ist, aber wie man damit umgehen will, das ist noch immer eine große Frage, vor allem weil Olaf Scholz sich einfach nicht dazu äußert. Was für ein Zeichen ist das? Schönen guten Morgen erstmal, Nele und Carsten. Ja, da kommt heftige Kritik aus der Opposition, also Oppositionsführer Friedrich Merz. Der sagt auch ganz klar, der Kanzler kann ja jetzt nicht einfach eine Woche untertauchen. Also er erwartet da Führung vom Bundeskanzler. Man muss vielleicht dazu aber auch sagen, wir kennen Olaf Scholz ja mittlerweile ganz gut. Er neigt wirklich nicht dazu, impulsiv zu sein. Er möchte sich die Dinge erst einmal angucken und verschiedene Lösungsansätze erarbeiten und vielleicht auch im Hintergrund erstmal dafür sorgen, dass man dann hinterher geeint auftreten kann. Aber man muss schon sagen, gerade weil eben auch viele Bürgerinnen und Bürger durch dieses Loch im Haushalt verunsichert sein dürften, denn das betrifft ja durch die Strompreisbremse, die jetzt eben in Gefahr ist für das kommende Jahr, ganz konkret private Haushalte. Da erwarten natürlich schon viele einerseits eine Erklärung des Bundeskanzlers, also was jetzt überhaupt genau passiert, was bedroht ist, wie das einzuordnen ist und natürlich auch eine Lösung. Man kann davon ausgehen, natürlich, dass beim gestrigen Krisengipfel im Kanzleramt spätabends natürlich darum gerungen wurde, wie man jetzt hier zu einer gemeinsamen Lösung kommt. Aber verlautet ist eben bisher noch nichts aus diesem Kreis. Also man darf da sehr gespannt sein, was für eine Lösung präsentiert wird. Es liegen ja verschiedene Optionen auf dem Tisch, von eben großen Einsparungen bis hin zum Aussetzen der Schuldenbremse. Und was man jetzt eben so hört, ist, dass zumindest die Ampelregierung sich einig ist, dass für das laufende Jahr, also für 2023 eine Notlage erklärt werden muss, damit man dann eben die Schuldenbremse aussetzen kann. Aber da müsste eben dann auch die Union mitmachen.
Ja, wie steht denn die Union dazu? Friedrich Merz wird sich ja sicherlich dazu geäußert haben, ob CDU, CSU tatsächlich mitmachen bei der Aussetzung der Schuldenbremse, denn das kann die Ampel ja nun wirklich nicht alleine machen. Richtig, das kann sie nicht alleine machen. Dazu braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Deutschen Bundestag. Das heißt, sie wäre auf die Stimmen der Union angewiesen. Und die Union, die möchte natürlich tunlichst auch vermeiden, dass man die Schuldenbremse aussetzt. Denn genau diese Tricksereien und eben diese Kredite, dieses viele Schuldenmachen, das hat die Union ja immer und immer wieder kritisiert. Friedrich Merz hat sich in einem Fernsehinterview da eher bedeckt gehalten. Er sagt, augenblicklich denkt er nicht, dass man die Schuldenbremse aussetzen müsste. Aber das wird sich eben jetzt erst nach und nach zeigen. Was er stattdessen eben vorschlägt, ist massiv zu kürzen. Also er nimmt da die FDP-Position ein, die ja eben auch Finanzminister Christian Lindner vertritt. Friedrich Merz sagt dazu, da kann gespart werden, vor allen Dingen auch zum Beispiel bei den Sozialausgaben, beim Bürgergeld zum Beispiel, was jetzt zum 1. Januar um 12% steigt, aber auch beim Heizungsgesetz, bei der Kindergrundsicherung. Da wiederum dürften aber dann natürlich SPD und Grüne insbesondere protestieren. Und dann heißt es ja auch immer, in diesem Umfang kann gar nicht gespart werden. Die große Frage ist natürlich, kann die Ampel diese Krise überstehen politisch? Der ein oder andere unkt schon, es könnte sogar Neuwahlen geben, weil die Ampel daran möglicherweise zerbricht. Das hält der CDU-Chef Friedrich Merz für eher unwahrscheinlich. Er sagt aber auch, seine Partei, die wäre bereit, aus dem Stand einen Bundestagswahlkampf zu organisieren. Es bleibt mehr als spannend in diesen Stunden und Tagen. Leonie, danke dir für den Moment.